vielen Dank und freue mich, dass ich schon so viele liebe Menschen kennengelernt habe. Hab gar nicht mehr dran geglaubt. Und ich kann nur sagen, lass die Liebe regieren. Hallo, hallo. Das ist übersteuert, Christian. Ne? Nein, das ist nicht eingebildet. Carsten. Schon vorbereitet, wie immer. Ja, es gibt viel zu viele Themen, die man reden könnte. Vom Krieg abgesehen und. Guck mal, das muss doch mit sein, oder? Ja, wie war das so? Was soll ich sagen? Das ist in erster Linie, was wir festgestellt haben, die letzten paar Wochen, die Menschen. Die Menschen, die man hier kennengelernt hat, die trifft man nicht so im echten Leben. Sprich vom Herzgefühl her, vom Verständnis. Ja, man blüht ganz anders auf, würde ich mal so sagen. Gleiche Interessensgemeinschaften, die selbst versorgen, autarkisch leben. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich denke, das Ganze wächst und wir wachsen auch besser zusammen. Ja, hallo, ich bin der Marc und ich bin hauptsächlich hier, weil ich zum ersten Mal das Gefühl habe, dass das eine Bewegung ist, die endlich alte Denkstrukturen aufgibt und die nicht versucht, irgendwo einen Heilsbringer zu installieren oder die alten Wege neu zu bekleistern, mit neuer Verpackung zu bestücken, damit sie uns auch wieder schmackhaft sind und wir laufen als weiter in die gleiche Richtung, nämlich das ist in eine Sackgasse. Und ich denke, viele von uns oder eigentlich alle haben das erkannt und alle haben auch erkannt, dass das Problem eigentlich tatsächlich bei uns selbst liegt. Es liegt nicht nur an den Politikern, an der Elite und überall an der Macht und dem Geld alleine, sondern wir sind es ja, die es legitimierten. Wir sind es ja, die das ganze Spiel mitmachten. Ich will da niemandem den schwarzen Peter zuschieben. Ich meine, ich bin ja mittendrin, ich mache ja auch mit. Heute noch. Ich habe auch noch einen Markenartikel und all das Ganze. Aber es ist Zeit, dass wir das ändern. Es ist einfach Zeit, dass wir irgendwo beginnen. Und ich denke, das ist die erste Bewegung, zum allerersten Mal, wo ich das Gefühl habe, dass es echt ist, dass es Menschen sind, die was wollen und keine Institutionen, keine Organisation, keine Interessensverbindungen, denen es ohnehin nur um die Kohle in der eigenen Tasche geht. Die Kohle, um die es denen geht, ist natürlich unsere Kohle. Und das ist auch das Thema, das mir am meisten am Herzen liegt, nämlich das Geldsystem. Wir alle wissen, dass es ein Betrug ist. Wir alle wissen, dass man uns damit bis zum letzten Haus nimmt. Und es ist keine Verschwörungstheorie, es ist auch keine, ich kann es nicht verstehen, dass viele Leute sich sperren gegen das Verständnis über das über den Wahnsinn im Zinseszinssystem, dass die Leute sich vor diesem Verständnis versperren. Und da liegt für mich auch die Wurzel allen Übels begründet und das ist eines der Hauptanliegen, die ich habe. Das Ändern des Geldsystems und das Ändern Dankeschön. Und das Ändern unserer Denkstrukturen. Scheiß auf die Denkstrukturen der Politiker und das ändern wir eh nicht. Die laufen seit 20, 30, 40, 50 Jahren diese beschissenen Wege. Wir hier ändern das Ganze und ändern es für uns und ich glaube, das ist unser Weg. Hallo, ich bin der Christian. Vor 2 Jahren hatte ich nicht gedacht, dass ich irgendwann mal hier in so einem Kreis sitzen würde. Ich war ewig auf der Suche. Und es bewegt sich auf jeden Fall was. Wenn man deutschlandweit guckt, Berlin, Duisburg und überall, wo sind sie noch überall? Ja, genau. Jo. Nee. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich so viele nette Menschen mit Herz antreffe. Ich glaube, da habe ich schon bei 3 Jahren drauf gewartet. Danke. Ja, hallo. Also ich bin heute zum ersten Mal da und ich kann mich echt nur in den meisten Punkten oder eigentlich allen Punkten meinen Vorrednern anschließen.
aber ich finde es auch schwer, irgendwie konkret zu sagen, ich finde dies und das schlecht, weil ich einfach im Endeffekt die Straße runtergucken kann und finde alles scheiße, irgendwie wie es läuft. Es gibt so viele Sachen heute, die irgendwie schief gehen und die Leute müssten es eigentlich mal irgendwie sehen und kapieren. Müsste doch jeder mal merken, dass eigentlich alles irgendwie schlecht läuft. Hallo, ich danke euch allen, dass ihr hier seid und ich will eigentlich nichts Besonderes sagen. Nur wenn der Kreis beendet ist und jeder mit seinem Sprechen, sollten wir uns alle mal in die Hände nehmen und unsere gemeinsame Kraft spüren. Ich bin der Benni. Ich habe angefangen, die Veranstaltung zu machen aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar habe ich einen Freund. Er ist momentan nicht hier, weil er liegt im Krankenhaus. Und ich war ein paar Monate bei ihm und habe ihn mehr oder weniger betreut, möchte ich sagen. Er hat eine Immunschwäche. Das heißt, da habe ich halt den Haushalt für ihn gemacht und bin für ihn einkaufen gegangen. Und er hat mir eigentlich ziemlich viel mit auf den Weg gegeben. Ich habe vorher mehr so für mich alleine gelebt. Arbeit, mein Zuhause, Freundin. Und dieser Mensch hat mir die Augen geöffnet, dass das Leben in dem Sinn kein Stillleben ist. Und dass es genug Menschen gibt, die froh wären, wenn sie einen sozialen Kontakt hätten oder überhaupt mal eine Bezugsperson. Und das war ein Mensch, nachdem ich dann meine Wohnung verloren, Auto und Job, war das ein Mensch, der hat sich für mich interessiert. Ich habe ihn kennengelernt, ich habe mich für ihn interessiert und er hat mir diese Veranstaltung mit auf meinen Weg gehen und ja, also das Einzige, wofür ich momentan kämpfe, ist, dass ich anerkannt, also ihn betreuen kann, weil wir uns gut verstehen und leider ist das wegen meiner beruflichen Ausbildung nicht so möglich, also deswegen wird es nicht anerkannt. Aber ich sage mir, ach, wenn er nochmal aus dem Krankenhaus rauskommt und wenn er endlich nochmal auf die Beine ist, würde ich auch das weiterhin machen. Und mir ist eigentlich egal, ob das jemand anerkennt oder nicht. Ich weiß, dass es das versteht. Und auch diese Veranstaltung war deswegen was ich mir gemacht habe. Ja, hallo, ich bin Patrick, bin zurzeit hier nur in meinem Altenheim zu Besuch, wohne in Berlin, wo ich dann am Mittwoch nochmal hinfahre. Und was mir am meisten am Herzen liegt, ist ein selbstbestimmter Umgang mit psychoaktiven Verbindungen. Die Drogengesetzgebung ist seit Jahrzehnten für den Arsch. Die Verbote bringen nichts, es wird immer schlimmer halt. Sie sollten die richtigen Stoffe legalisieren. Entkriminalisieren halt und dann wäre manches Problem aus der Welt. Ja, mit Alkohol tun sie sich und Alkohol und Tabak haben sie viel mehr Schaden als mit dem Rest halt. Und es wird immer völlig falsch verkehrt dargestellt halt. Die 100, also geht in die 170, 180.000 Toten Alkohol- und Tabaktote halt und die 1.000, die halt an illegalen Substanzen sind, die sind eigentlich nicht Drogentote, sondern Drogenpolitiktote. Ja, und da müsste sich dringend was ändern halt. Okay, das wäre so mein Anliegen. Ja, servus, ich bin Tobias. Bin heute auch zum ersten Mal hier. Und der Grund, warum ich hierher gekommen bin, ist eigentlich, ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat, Matrix. Ich komme mir manchmal von vor wie Neo in der Matrix. Also wenn man hier die Straße lang läuft und einfach die Leute in ihrem alltäglichen Leben beobachtet, hat man das Gefühl, dass die ja, so geblendet durchs Leben laufen, irgendwie keine Vorstellung mehr haben, was sich eigentlich im Leben abspielen sollte, werden nur durch Konsumverhalten gelenkt und bekommen eigentlich, dadurch, dass sie ins System geboren wurden,
in keiner Wahl hatten, ob sie das annehmen wollen oder nicht, so manipuliert werden, dass sie einfach nur gewaschen. Und ich bin mal der Meinung, was ich hier auch gemerkt habe, dass man hier Leute findet, die ihren Geist von diesem System irgendwie mal befreien konnte und gelernt haben, auf ihre eigenen Gefühle und Emotionen zu hören. Was ich denke ich auch sehr wichtig ist, im Leben einfach mal mehr auf moralische und ethische Grundsätze zu berufen und einfach mal zu überlegen, was gehört sich und was nicht. Und was man halt immer mehr auch mitbekommt, ist, dass auch mit dem Kapitalismus, der sich immer weiter steigert und immer mehr eben diese Moral verliert. Und wir sind eigentlich Opfer davon, wenn man mitbekommt, jetzt, ich meine, der ein oder andere war bestimmt am Samstag auch da auf der Demo gegen Monsanto. Jawohl, hier ist schon jemand. Ja, es ist, denke ich mal, für viele extrem schwer, weil mir einfach, wer eben nicht so in diesem großen kapitalistischen System mit großen Leben sonst was leben will und einfach mal auch Wert auf Gesundheit legt und dann mitbekommt, dass wir hier genmanipuliertes Essen hinlegt, das zu Missbildungen bei Neugeborenen führt, für Organleiden und sonst irgendwas. Man wird sogar hingezwungen, wenn man sich versucht davon zu befreien, dann ist man einfach nur ein Problem für die Regierung, sage ich mal. Und ja, wenn man auch vor allem mal beachtet, was in den Medien alles abläuft, jetzt in Beziehung der Krise in der Ukraine und so, wenn man einfach mal neutral die Medien betrachtet, dann merkt man vielleicht auch mal, wie viel manipuliert dort wird, was jetzt eigentlich an Propaganda ist, was wir da um die Ohren gehauen bekommen. Und dass man vielleicht einfach nur mal sich auch Sachen hinterfragt und einfach wirklich immer noch aufnimmt und konsumiert. Ja, das war es eigentlich soweit. So, hallo, mein Name ist Kai. Ich war jetzt 3 oder 4 Mal schon da. Die ersten 2 Tage waren sehr regnerisch und ich habe das Gefühl gehabt, trotz Regen waren wir mehr wie heute. Und deswegen möchte ich euch alle ermutigen, standhaft zu bleiben, weil der Staat und die Konzerne versuchen uns zu zerschlagen, indem sie uns einfach ignorieren. Und deswegen werden wir vielleicht deswegen immer weniger. Und deswegen will ich sagen, dass wir standhaft bleiben, auch wenn wir zurzeit weniger sind, vielleicht sind wir nächste Woche wieder mehr. Christian, der kommt zum Beispiel alle 2 Wochen, habe ich mitgekriegt. Und ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Und ich weiß auch, der hat immer was zum Schwätzen dabei. Und ich höre ihm da immer gerne zu. So, dann wollte ich mich noch persönlich sozusagen bei Benny bedanken, der das immer jetzt organisiert hat. Finde ich sehr gut. Denn mit mir hat das alles so angefangen. Ich hatte auch mit Tobi halt und ein paar andere Kollegen, die ich noch nicht überreden konnte, hierher zu kommen. Sozusagen, wir hocken dann am Wochenende immer im Keller. Und noch ein paar Bierchen fangen dann immer die politische Themen an. Genau, hast du das gehört und dies gehört. Und im Endeffekt endet es dann immer, was kann ich dagegen tun? So, und wenn man sich dann informiert, dann kann man was dagegen tun, indem man sich hier hinsetzt. Denn ich habe letztendlich das Gefühl, ich habe Leute gefunden, die mich verstehen, die genauso wissen, dass das System scheiße ist. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn ich mich so einer Montagsdemo anschließe, habe ich das Gefühl, ich mache was. Und deswegen komme ich jeden Monat her. Auch wenn wir nächste Woche nur 10 sind, ich bin trotzdem da. Wenn wir nächste Woche 100 sind, freue ich mich umso mehr. Ich bin trotzdem da. Und da will ich noch sagen, wir können nicht erwarten, dass jetzt hier Tausende von Menschen sitzen. Weil wir sind Saarbrücken. Und ja, wir sind halt nicht Berlin oder Leipzig oder Bonn oder sowas. Wir sind Saarbrücken und wir müssen uns bewusst halten, dass wir nur so wenige sind und dass wir umso stärker zusammenhalten. Dann ist klar, dass nicht jeder immer Lust hat, irgendwas zu reden, wenn immer dieselbe Leute da sind. Und dass wir bleiben stark, lassen euch hier nicht langweilen und machen es euch selbst bequemer. Da habe ich mir so gemacht, wenn ich nichts zum Schwätzen habe, dann stelle ich mich einfach bei irgendwelchen Leuten und höre denen zu. So, der Stefan hat gesagt, jetzt hat es ja 2 Mal geregnet, dann bringen wir euch das nächste Mal Stühle mit. Ja, ihr sitzt auf dem Boden und ein paar sitzen auf dem Deck, ich an meinen Stuhl. So, ich mache es mir hier bequem, dass ich mich hier wohlfühle. Und wenn ich mich hier wohlfühle, komme ich auch hierher, weil ich gerne hier bin. Und das war's.